Im Osten der Ukraine, in Lysychansk, ist eine Ölraffinerie in Flammen aufgegangen. Der Gouverneur Sergei Gaidai sagte, es habe dort keinen Treibstoff gegeben. Die russischen Streitkräfte hätten die Raffinerie bombardiert, um die Feuerwehr und die Rettungsmannschaften in Schach zu halten. Unterdessen sind beim Beschuss der ostukrainischen Metropole Charkiw erneut Menschen getötet und verletzt worden. Mehrere Wohnhäuser wurden beschädigt oder zerstört. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte den von Moskau geforderten Gebietsabtretungen im Osten ein weiteres Mal eine Absage erteilt. Wir handeln nicht mit Territorien und nicht mit unseren Menschen, sagte er. Tausende Menschen auf beiden Seiten wurden seit Kriegsbeginn am 28. Februar getötet. Die Angaben über die Toten sind unterschiedlich und gehen weit auseinander. Die Vereinten Nationen haben seitdem mehr als 1.900 getötete Zivilisten registriert. In Wirklichkeit dürften die Opferzahlen aber noch deutlich höher sein.